Das erinnert mich ein bisschen an die Heiliger-Hendrik-Kirche. Die ist in Finnland. Also es könnte auch einfach eine Kapelle irgendwo in den Bergen sein, wo Wanderer vorbeigehen und dann dort einen Ort der Stille finden. Ich kann mir das eher in der Öffentlichkeit vorstellen, dass viele Menschen die Räume erleben, viel durchgegangen wird, viel darüber philosophiert wird, warum die Wand jetzt da steht oder warum das Fenster da ist. Und diese Schichtung gibt dem Haus irgendwie so eine Tiefe, wie so ein Tunnel, dass man da so durchgezogen wird. So wie wenn man dieses Kinderspiel macht mit den, ich male mir ein Haus und das ist nur ein Strich. Und das Einzige, was da so ein bisschen anders ist, ist, dass es nach innen geschichtet ist, wie so eine russische Matroschka. Ich habe mal tatsächlich eine gesehen, die also in der größten äußeren Schicht sehr, sehr jung ausgeschaut hat. Und ganz in der Mitte war so eine ganz, ganz kleine alte Frau. Also die ist immer älter geworden, je weiter man sie aufgemacht hat. Oder man hat mehrere Abfolgen oder mehrere Kapitel in dem Leben und die begrenzen sich eben durch diese geschichteten Außenwände nach innen. Man kommt aus dem Nichts und geht wieder ins Nichts und da drin ist eine Abfolge und eine Hierarchie und eine Ineinandergreifung von Räumen. Und wenn man das wieder auf diese Lebensmetapher reflektiert, dass man ganz platt sagt, das Leben ist vielschichtig oder so, Geburt und Tod, dass sich jeder ein Zuhause sucht. Diese Schichtenwahrnehmung, dass so Sachen an einem vorbeifliegen und diese drei Haustürschichten wie so ein Tunnel und man kommt dann rein und das, was ich mit einer Geburt assoziiere, man kann sich's ja nicht aussuchen und in dem Film geht man auch einfach rein und dann ist man da und das Haus ist dann irgendwie da, wo man sein Leben verbringt und dann dreht man sich wieder um und wird dann eben durch diesen Tunnel wieder nach draußen gezogen und schaut dann eben ins Nichts vor einem, keine anderen Häuser oder so und das ist dann das Sterben wieder. Kurzzeitig hat es mich ein bisschen an die Bibliothek von Louis Kahn erinnert, dass es da nicht direkt dann um Innen- und Außenraum geht, sondern dass da eben so Räume sind, die nicht ganz klar definiert sein können. Und bei ihm oder vielleicht auch bei Scarpa gibt es so ein paar Momente, wo man eben auch nicht genau definieren kann, ob es jetzt außen ist oder innen. Diese Sequenz an Räumen, die hintereinander gestaffelt ist, die ist eben so ein Niemandsland sozusagen.